So, ich glaube, jetzt sind mehr als 10 Minuten vergangen. Jetzt habe ich mal angeschaltet und wir haben hier bei viel CO2. Ich werde es mal kippen, dass es vielleicht besser ablesbar ist. Aber man müsste es sehen, 35,0 Grad. Und wir haben bei ganz normaler Luft 35,6 Grad. Das spricht Bände. Das heißt also, das CO2 hat sich gar nicht so sehr erwärmt. Warum habe ich die Flaschen frei hingehängt? Ganz einfach, damit ich keinen Fehler habe, dass von hinten, also von hier, irgendwelche Gegenstände sind, die rückstrahlen und die unser Messergebnis verfälschen würden. Rückstrahlen meine ich, wenn ich hier zum Beispiel mal extrem eine schwarze Platte davor hängen würde, dann würde die natürlich durch dieses denn die Strahlung geht ja durch die Gase durch. Man will uns immer erzählen, die Strahlung geht bei CO2 ausgerechnet nicht durch die Gase durch. Dann würde da hinten sich praktisch eine schwarze Platte befinden und dann müsste ich wieder einen genauen Abstand einhalten und ganz genaue Winkel. Aber so kann ich sicher sein, dass sich diese beiden Flaschen eben ganz frei und nicht weiter durch Fremdeinflüsse erwärmt haben. Gut, es ist ein schöner Tag. Wir werden die ganze Sache dann auswerten.